Ab den 50er Jahren dann wurden ja verstärkt die sogenannten Gastarbeiter angeworben. Hatten Sie jetzt als Studentin Kontakt zu Gastarbeitern oder lebte man so aneinander vorbei? Also 1955 war die Anwerbung der italienischen Arbeiter, 1961 kam die 1960 die Anwerbung der Griechen, 1961 die Türken, 1963 Marokko und Tunesien, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das im selben Jahr war. Und 1968 war das letzte Land, war Jugoslawien. Bis 1973 zum Anwerbestopp. Studiert habe ich von 1965 bis 1971. Und bitte vergessen Sie nicht, wir lebten in einer ständischen Gesellschaft. Ich hatte keinen Kontakt zu Arbeitern. Das war in der Schulzeit, habe ich gejobbt, also habe Arbeiter kennengelernt, war dann natürlich immer sehr freundlich, auch weil ich ja auch wollte, dass die mir gegenüber freundlich waren. Aber es war eine Verachtung der anderen Schichten, der unteren Schicht da. Und es gab überhaupt keinen Kontakt. Es gab das Einzige, wovor man ein bisschen aufpassen musste, war, dass einem hinterhergepfiffen wurde als junges blondes Mädchen. Und das zeigt natürlich, dass man dann noch mehr auf Abstand ging. Es gab keine Kontakte. Es gab im Studentendorf Ülkü Schneider-Gürkan. Sie ist eine der wichtigsten Personen der Migration, denn sie hat 1965 gemeinsam mit einem Professor, späteren Professor der Wirtschaftswissenschaften und mit Lamia Ücher das türkische Volkshaus gegründet, auf der Basis der türkischen Halk-Evi, der türkischen Volkshäuser oder Dorfinstitute, um Arbeiter und Akademiker zusammenzubringen. Und Ülkü Schneider-Gürkan hat gleichzeitig mit mir im selben Studentendorf gewohnt und hat in Frankfurt gearbeitet, mehr oder also politisch gearbeitet. Sie hat Politik und Soziologie studiert. Wir sind einander nicht begegnet. Wir haben uns erst in Frankfurt kennengelernt. Und es war natürlich einem bewusst, dass es Osmanen gab, dass die Osmanen, das Osmanische Reich und das Kaiserreich sehr enge Kontakte hatten. Und vom Ersten Weltkrieg wusste man, was ich überhaupt nicht wusste, war der Genozid an den Armeniern. Das ist irgendwie durch den Rost gefallen. Das ist mir erst viel, viel später bewusst geworden. Und klar war auch, dass es immer politische Unterhändler zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der Türkei, der Republik Türkei ab 1923 gab. Aber das und die türkischen Arbeiter, die kamen, waren zwei so verschiedene Welten, dass man sie überhaupt nicht wahrnahm. Man sah sie nicht. Selber habe ich das erlebt, 1960, 61 muss das gewesen sein, in der Nähe von Herford in Westfalen, in Lippinghausen. Da gab es eine Firma, Mailib, das war eine Margarinefabrik, die italienische Arbeiter aufgenommen hatte. Und in dem Haus, in dem mein Onkel wohnte, der wohnte über dem früheren Schützensaal. Und dieser Schützenverein ist, oder Schützensaal ist umgebaut worden in Mehrzweck. Also in Räume mit Mehrbettzimmern. Und da waren sizilianische oder süditalienische Arbeiter. Und es gab keinen Kontakt. Stärker noch, meine Tante verbot uns Mädchen spazieren zu gehen. Wir sind immer gerne im Wald spazieren gegangen. Das durften wir jetzt nicht. Wir wussten nicht warum. Ja, also aus Sorge, dass die Italiener uns etwas getan hätten. Die hätten uns nie etwas getan, weil die guckten immer traurig aus den Fenstern, das war im Tiefparterre oder ja, Tiefparterre, und guckten in unseren Garten, wo die Kinder spielten. Das war einfach Heimweh, also wenn es Sonntag war zum Beispiel. Das sind meine einzigen Begegnungen bis 1974, bis ich in die Volkshochschule kam.